Tirol ist der südöstlichste Teil des österreichischen Bundeslandes Tirol. Mit Nordtirol hat es keine Verbindung, sondern bildet eine eigenständige Enklave. Die bislang ältesten menschlichen Spuren in Osttirol fand man auf dem Hirschbühel im hinteren Defregental. Dabei handelt es sich vermutlich um eine Jägerstation aus der mittleren Steinzeit, ca. 8000 bis 6000 vor Christus. Man fand Werkzeuge und Waffen aus Feuerstein und Speerspitzen aus Bergkristall. Die erste kulturelle Blüte erlebte das Land unter den Römern, als die Stiefsöhne des Kaisers Augustus 15 vor Christus die Alpenländer eroberten. Diese Gebiete wurden daraufhin in die römischen Provinzen Noricum und Raetia eingegliedert. Als Endpunkt dieses Prozesses wurden unter Kaiser Claudius 5 städtische Ansiedlungen, darunter Aguntum, gegründet. Aguntum erlebte eine mindestens 2 Jahrhunderte dauernde Blütezeit, die sich im Bau zahlreicher öffentlicher und privater Gebäude widerspiegelt. So wurden im 1. Jahrhundert nach Christus die Stadtmauer, das Atriumhaus und die große Thermenanlage errichtet. Rätselhaft bleibt, warum es nur ostseitig eine Stadtmauer mit einem imposanten Stadttor gab. Von Aguntum aus wurde der Bereich des heutigen Osttirol und das Pustertal verwaltet. Das große Marmorbecken aus dem luxuriösen Atriumhaus lässt noch heute den großen Wohlstand der Stadt erahnen. Die in Aguntum gefundenen Gegenstände bieten einen guten Einblick in die römische Alltagskultur. Gürtelschnallen, Pinzetten und Schlüssel zeugen von einem gehobenen Lebensstil. Nach dem Verfall von Aguntum wurde im Mittelalter das in der Nähe gelegene Lienz die Hauptstadt Osttirols. Am Rande von Lienz, ziemlich unscheinbar in einem Obstgarten gelegen, steht das älteste bemalte Bildstöckel Tirols. Die Stadtpfarrkirche St. André, erbaut in beherrschender Lage auf der Anhöhe des alten Patriasdorfes, ist die älteste Kirche von Lienz. Sie wurde auf den Grundmauern eines frühchristlichen Sakralbaus im romanischen Stil errichtet und im 15. Jahrhundert von den Grafen von Görz umgebaut. Die dreischiffige gotische Basilika schmückt ein barocker Hauptaltar. Die letzten Görzer Grafen fanden in 2 kunstvoll gestalteten Grabmälern ihre würdige Ruhestätte. In der Schweizer Gasse steht das Vaterhaus des Malers Albin Egger Lienz, dem wohl berühmtesten Sohn der Stadt. Ein paar Schritte nach Norden, in Richtung Iselfluss, finden sich noch Reste der alten Stadtmauer mit dem Iselturm. Auf dem Johannesplatz, wo sich die nach einem Brand zerstörte Johanneskirche befand, steht seit 1861 die Mariensäule. Die Liburg mit den 2 markanten Zwiebeltürmen wurde im 17. Jahrhundert vom Freiherrn von Wolkenstein-Rodenick als Residenzschloss errichtet. Seit 1988 dient sie der Stadt Lienz als Rathaus. Im Westen überragt das Schloss Bruck die Stadt deutlich. Im 13. Jahrhundert erbaut, war es bis zum Tode des letzten Görzer Grafen im Jahr 1500 wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Mittelpunkt. Zentrum der Ausstellung in den renovierten Schlossräumen sind Arbeiten aus den verschiedenen Schaffensperioden des österreichischen Malers Albin Egger Lienz. Osttirol hat großen Anteil an den Hohen Tauern und zu einem Drittel auch am Nationalpark Hohe Tauern. Der Westen des Landes ist geprägt durch 3 in Ost-West-Richtung verlaufende Hochgebirgstäler, dessen mittleres das Defregental ist. Besiedelt wurde das Defregental seit dem 7. Jahrhundert über den Staller Sattel. Kurz unterhalb des Sattels liegt der Obersee.
Hier fand man einen rund 1000 Jahre alten Einbaum aus Sirbenholz. Dieses Boot dürfte einem Lehensfischer des Fürstbischofs von Brixen gehört haben, der der Eigentümer des Obersees war. Hauptort des Tiefreggentals und zugleich älteste Siedlung Osttirols ist St. Jakob. Bedeutend wurde St. Jakob durch die einst im Trojatal gelegenen Bergwerke, wo man nach Kupfer und Blei schürfte. Meißel, hölzerne Knappenschuhe und Gewebereste von Transportsäcken sind Zeugen dieser Zeit. Das Gemeindegebiet von St. Jakob umfasst den hinteren Talabschnitt des Tiefreggentals auf 1400 Meter Seehöhe. Vereinshaus, Geschäfte, Gaststätten und die Pfarrkirche bilden den Ortskern. Die Ost-West-Ausrichtung des Tales wirkt sich günstig auf das Klima aus. Trotzdem ist der Ortskern im Winter 3 Monate ohne Sonne. Im Jahre 1299 wird die Kirche von St. Jakob zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Der heutige Bau stammt aus dem Jahr 1835. Die Kirche von St. Jakob ist ein für Tirol seltenes Beispiel einer klassizistischen Kirche. Es handelt sich um einen schlichten Saalbau mit 3 flachen Kuppeln. Das Bild des Hauptaltars zeigt den heiligen Jakobus als Pilger. In den Jahren 1934 bis 1935 wurden die Kuppeln ausgemalt. Die erste Kuppel gibt dem Betrachter den Blick auf den Himmel frei. Christus sitzt auf dem Thron, die sogenannten 9 Chöre der Engel und verschiedene Heilige beten ihn an. Die zweite Kuppel zeigt den Gekreuzigten, dem die ganze Welt huldigt, darunter der letzte österreichische Kaiser Karl I. und der im Juli 1934 ermordete Bundeskanzler Engelbert Dollfuß. Die Musikkapelle St. Jakob ist der größte Kulturträger im Ort. Neben vielen anderen Auftritten gibt sie rund 10 Sommerkonzerte im Jahr. Ihr Ursprung kann bis auf das Jahr 1854 zurückverfolgt werden. In 1926 rückte die damals noch rein männliche Musikkapelle zum ersten Mal in Tracht aus. Sie besteht aus einem weißen Hemd, einem roten Halstuch, einer schwarzen Kniebundhose und einem Lederhosenträger mit verziertem Querband. Seit 1993 tragen die Mädchen und Frauen die Defregger-Tracht. Sie besteht aus braunem Wollstoff, der an den Kanten mit blauen Seidenbändern besetzt ist. Die schwarze Schürze wird mit einem blauen Seidenband gebunden. Der Alpenblumenweg Oberseite führt zunächst durch lichten Bergwald, der aus Zirben, Lärchen und verschiedenen Straucharten besteht. Die Zirbe bevorzugt die Höhenlagen zwischen 1700 und 2200 Metern. Sie ist die frosthärteste Baumart in den Alpen. Die Nadeln der Zirbe werden bis 10 cm lang. Jeder Kurztrieb weist mehrere Büschel zu je 5 Nadeln auf. Die Borke von Altbäumen ist von graubrauner Farbe und weist sich für Kiefern typischen Längsrisse auf. Das Kernholz duftet stark aromatisch. Die Zirbe ist meist mit der Lärche vergesellschaftet und bildet mit ihr die sogenannten Lärchen-Zirbenwälder. Die europäische Lärche wirft im Winter die Nadeln ab, um dem Winterstress zu entgehen. Die Nadelbüschel stehen einzeln an Langtrieben.
Neben Lärche und Zirbe kommen mehrere Straucharten vor. Meist haben sie kleine, ledrige Blätter. Am prominentesten ist wohl die rostrote Alpenrose. Daneben sind Heidel- und Preiselbeeren im Unterwuchs häufig. Einziger Strauch mit Nadeln ist der Alpenwacholder. Er ist sehr anpassungsfähig und kommt bis in die Höhenstufe der Zwergstrauchheiden und alpinen Rasen vor. In Lichtungen wächst das Weidenröschen. Hier findet man auch die verschiedenblättrige Kratzdistel. An feuchten Standorten gedeiht die Kriechweide. Nach einem einstündigen Aufstieg führt der Alpenblumenweg Oberseite in die Höhenstufe der alpinen Rasen. Hier findet man die typischen Alpenblumen, wie die Alpenglockenblume, die bärtige Glockenblume, Arnika, Goldpipau, Enzian und Küchenschelle. In der Ortschaft im Defregental führt eine Straße weiter in das Tal hinein, zum Klammjoch. Bei der Oberhausalm beginnt die Außenzone des Nationalparks Hohe Tauern. Der Oberhauser Zirnwald ist mit 275 Hektar der größte zusammenhängende Lärchen-Zirbenwald der Ostalpen. Auf 2000 Metern Seehöhe liegt die aus dem 13. Jahrhundert stammende Jagdhausalm. Die aus Stein erbauten 16 Hütten sind einzigartig in den Ostalpen und wirken wie ein Gebirgsdorf aus dem Himalaya. Vermutlich wurden die Hütten aus Stein erbaut, weil sie sich oberhalb der Waldgrenze befinden und Bauholz mühsam vom Tal hätte heraufgeschafft werden müssen. Die Alm wird, obwohl sie in Osttirol liegt, aufgrund jahrhundertealter Weiderechte von Südtiroler Bauern bewirtschaftet. Jährlich Mitte Juni werden rund 300 Jungrinder auf die Alm getrieben. 5 bis 6 Lenner kümmern sich bis Ende August um die Tiere. Die Wohnhütten bestehen jeweils aus einer Küche, einer Schlafkammer und einem Heulager. Daneben gibt es kleine Hütten, die früher als Kaskeller zur Aufbewahrung des hier oben produzierten Käses dienten. Mitten im Hüttendorf liegt die kleine Maria-Hilfkapelle, die auf Initiative des Dekans von Sand in Taufers erbaut wurde. Der Altar aus dem Jahr 1841 zeigt die Jagdhausalm. Darüber schwebt die Jungfrau Maria. Um den Altar stehen die Figuren der Viehheiligen Silvester und Nikolaus. Die Jagdhausalm gehört zum Seelsorgegebiet von Sand in Taufers. Dessen Pfarrer kam früher einmal pro Woche über das Klammeljoch hierher, um die heilige Messe zu lesen. Oberhalb des Almdorfs liegt versteckt hinter einem eiszeitlichen Moränenwall ein kleiner, kreisrunder See, der Pfauenauge genannt wird. Die Ränder des Sehens sind von Hochlandschilf gesäumt. Ausgehend vom westlichen Seeende des Obersees am Staller Sattel führt ein anspruchsvoller Bergfahrt auf das Almerhorn, ein knapp 3000 Meter hoher Aussichtsberg in den westlichen Ausläufern der Riesenfernergruppe. Zunächst geht es über sanft ansteigende Wiesen einen weiten Hang südlich des Almerhorns hinauf.
Alpendistel ist eine ausdauernde krautige Pflanze von bis zu 80 cm Wuchshöhe. Sie bevorzugt feuchte Hochstaudenfluren, insbesondere Bachränder und stickstoffreiche Stellen auf Weiden. Die Schauwirkung der Blütenkörbe wird durch die lang zugespitzten Hochblätter verstärkt. Als Bestäuber dienen Falter, Käfer, Fliegen und Hummeln. Ebenfalls an feuchten, nährstoffreichen Stellen gedeiht der blaue Eisenhut. Alle Teile der Pflanze sind sehr giftig. Der Fetthennensteinbrech bevorzugt Quellfluren und sickernassen Fels. Etwas trockener mag es die Schwarzwurzel. Hauswurzen sind Dickblattgewächse, die in der Lage sind, in ihren Blättern Wasser zu speichern und so an trockenen Standorten überleben können. Wir verlassen das Almgelände und erreichen das weite, steinige Kar südlich der Jägerscharte. Sehen wir den weiteren Wegverlauf, der steil hinauf in die Jägerscharte führt. Zunächst ist der Weg noch einfach zu begehen. Dann muss man ab und zu die Hände zu Hilfe nehmen. In das Gestein ducken sich Leinkraut, Gletscherhahnenfuß und Enzian. Der Scharte führt ein Wanderweg unschwierig auf den Gipfel. Almerhorn ist ein vorgelagerter Gipfel des westlich liegenden 3436 Meter hohen Hochgall. Im Norden erhebt sich die Venediger Gruppe. Links davon steht die Dreiherrenspitze. Den südlichen Abschluss bilden die Dolomiten. Tief unter uns liegt der Obersee, wo unsere Tour begann. Ebenfalls am Stallersattel beginnt der Weg auf die Rote Wand, allerdings auf der gegenüberliegenden südlichen Seite. Ein gut ausgebauter Wanderweg führt in angenehmer Steigung in das Axtal mit seinen vielen Bächen und kleinen Seen. Über einen breiten Rücken steigt man auf die schon von weitem sichtbare Rote Wand zu. Auf dem 2818 Meter hohen Gipfel befindet sich eine Rosette, die das Gipfelpanorama erklärt. Besonders beeindruckend ist der Blick auf den gegenüberliegenden Hochgall und Wildgall mit dem Antholzer See darunter. Weiter rechts erkennt man den Obersee.
Im Süden präsentieren sich die Sechstner Dolomiten und die Wilgratner Berge. Südlich von St. Jakob erhebt sich der 2946 Meter hohe Degenhorn. Die Auffahrt mit den Brunnalmliften vom Tal bis auf 2300 Meter Höhe erspart 900 Meter Aufstieg. Vom Hochtal des Brugger Almbaches geht es hinauf auf die Ochsenlenke. Wunderschön unterhalb von Kleinem und Großem Degenhorn ist der Degenhornsee gelegen. Während das kleine Degenhorn leicht zu erreichen ist, erfordert die Begehung des Verbindungsgrates zwischen Kleinem und Großem Degenhorn Schwindelfreiheit. Das große Degenhorn ist ein toller Aussichtsberg. Im Norden überblickt man die komplette Lasörling-Gruppe. Dahinter liegen die Schneeberge von der Dreiherrenspitze über den Großvenediger bis zum Großglockner. Mehr im Westen liegen Großvenediger, Rainerhorn und Schwarze Wand. Teufelskamp, Glocknerwand und Großglockner sind weiter östlich zu sehen. Im Westen erheben sich Wildgall, Hochgall und Lenkstein.